Liebe Bike-Enthusiasten der E-Bike-Zone, jetzt sind wir auf dem Stand von Ergotec angekommen. Und hier gibt es ganz besonders viel, wenn man irgendwie was umbauen möchte, was anbauen will und dabei aber total sicher sein will und muss. Der Martin wird uns ganz kurz über den Stand führen. Martin. Ja, hallo, servus. Martin Zimmer von Ergotec. Ich bin ein Außendienstler für Süddeutschland und Österreich. Ja, ich würde einfach mal so einen kleinen Rundgang mit euch machen. Betrifft ja einfach Ergotec-Bauteile, sichere Bauteile mit einem ergonomischen, was ja der Name auch schon so mit sich bringt, mit einem wirklich ergonomischen Hintergrund. Wir können jetzt halt einfach hier gleich auch mal hier bei dem ersten Podest-Lenkersystem, also was ja auch immer vermehrt im Kommen mit ist, mit Kabelintegration. Hier haben wir zum Beispiel jetzt schon das ganz neue Bosch Kiox-System mit einer Halterung, Barracuda-Vorbau, mit einer Kabelintegration, genauso wie hier haben wir jetzt auch den Lenker, den Ladytown-Bügel mit Kabelintegration. Also ihr seht es hier selber, die Kabel von den Bedienelementen laufen alle durch den Lenker, wandern in den Vorbau, optional in den Gabelschaft oder halt davor schon in den Rahmen. Da gibt es natürlich immer ganz unterschiedliche Varianten. Und die ergonomischen Griffe? Ergonomische und der Spiegel, die sind auch von euch? Klar, also hier, ja. Ihr seht ja natürlich auch Griffe, haben wir hier die Frisco 2 Silikon. Silikon hat die Eigenschaft, dass es schweißresistent, UV-beständig ist und sich halt auch nicht mehr auflösen. Also sie sind deutlich haltbarer im Vergleich zu anderen Materialien. Und natürlich bringt der auch eine ergonomische Auflagefläche mit. Also besonders, wenn man mal sagt, okay, beim Schlafen jetzt öfters mal die Hände oder sowas ein, kann man mit diesen Griffen durchaus auch verhindern. Mhm. Ganz interessant vielleicht auch mal der Spiegel. Wir haben natürlich jetzt ein sehr, sehr gewaltig größeres Spiegelportfolio. Wirklich schöner Spiegel mit Kunststoffgehäuse, mit einem Alubügel, den man optional mit diesem Spiegeladapter innen montieren kann. Oder ich kann den natürlich auch, kommen wir auch mal ganz nahe gleich nochmal mit dazu. Ich nehme einfach den Griff runter, kann ihn nach unten mit montieren. Und sehe dann quasi durch meinen Arm, unten habe ich einen sehr, sehr großen Sichtbereich. Mhm. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Spiegel mit sind, wir können ja jetzt dann gleich einmal ja, hier so eine komplette Spiegel-Range, was wir hier jetzt im Sortiment mit haben. Zum Beispiel hier jetzt unser neuer Spiegel M77LV. LV steht dann einfach nochmal für verstellbar. Also du kannst den einklappen. Kennt jeder, ja. Bist jetzt irgendwie am Zug oder sowas, möchtest den Spiegel schnell einklappen, kannst du hier wunderbar mitmachen. Und das natürlich Campervan, dann wieder, da kenne ich einen, der fährt immer im Campervan, der will sowas auch haben, ja. Dann ist er, dann ist er ja damit ja schon bedient, gell? Ja. Und natürlich auch immer mit unterschiedlichen Spiegelglasvarianten. Also nach wie vor auch jetzt hier M99. Wirklich dann mit einem Alu-Gehäuse, mit einem asphärischen Spiegelglas, wo du wirklich auch einen deutlich größeren Sichtbereich nochmal nach hinten mit hast. Und ich sage mal, das ist halt natürlich ein Alu-Gehäuse, also ich kann auch mal eine Hauswand oder sowas mit schrammen, ja. Das überlebt der Spiegel, der hält halt einfach einiges mit aus. Sportivere Variante wäre dann immer halt mit dem kleineren Spiegelglas. Ja. Ist der auch asphärisch? Der ist nicht asphärisch, hat ein glattes Spiegelglas. Ja. Da geht es halt einfach so ein bisschen um die Sportlichkeit. Ja. Kleiner, kompakter. Da macht es dann auch wahrscheinlich mehr Sinn mit diesem kürzeren Arm. Es geht haben ja inzwischen wirklich so ein großes Portfolio an Spiegel. Da dann auch gerne einfach mal bei ergotec.de im Internet, da sind ja dann alle auch nochmal so aufgeführt. Mhm. Da kann man sich schon wirklich einen guten Überblick mit verschaffen. Ja, das war jetzt halt einfach nur mal kurz von den Spiegel, um das Video jetzt nicht allzu lang zu machen oder so, möchte ich noch mal kurz einfach, ja, Kabelintegration von den Lenkern her. Also wir haben natürlich, also wir sind ja ein Lenkerhersteller seit 110 Jahren in Deutschland und haben natürlich ein riesen Portfolio an Lenkern mit all unterschiedlichen Biegungen, erdenklichen Schwüngen nach oben. Natürlich auch jetzt hier auch zum Beispiel eine Kabelintegration, ja. So wie ich ihn jetzt halt euch vorne auch gerade gezeigt habe. Da sieht man halt, da gehen hier die Kabel dann raus, hier am Griffende mit rein, verschwinden quasi unterm Griff.
Und da bieten wir verschiedene unterschiedliche Lenker mit an. Und was ich gerade gesehen habe, wir haben das Sicherheit Nummer 6 heißt, genau. Also Safety Level, also all unsere Bauteile haben immer eine Freigabe. Eine Freigabe unterliegt ein E-Bike unterliegt der Maschinenrichtlinie. Das heißt, wenn ihr jetzt als Händler ein Bauteil am E-Bike mit tauschen möchtet, bräuchtet ihr eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von dem Hersteller. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung geben wir an euch anhand dem Safety Level mit, wo ihr einfach nachlesen könnt, okay, Safety Level 6 passt fürs Mountainbike, fürs E-Mountainbike bis zu einem Gesamtgewicht bis 140 Kilo. Diese Safety-Level-Tabelle können wir auch noch mal ganz gerne einfach noch mal kurz hintergehen. Da habt ihr die dann auch noch mal groß. Unsere neue Safety-Level-Tabelle, wo wir eine Sicherheitskategorie von 1 bis Safety-Level 6 plus inzwischen haben. Unterscheidet sich halt immer von Lenksystem. Also wir sprechen immer vom Cockpit. Beinhaltet immer Vorbau und Lenker. Da zählt immer das Gesamtgewicht, das Systemgewicht, also der Fahrer mit Gepäck und dem Radl. Haben wir hier zum Beispiel beim E-Trekking-Radl mit der Safety Level 6 eine Freigabe bis 180 Kilo Gesamtgewicht. Bei der Sattelstütze zählt immer nur der Mensch, der Fahrer mit Gepäck. Weil klar, da lasst ihr natürlich nicht das Radl mit drauf. Ja. Beim Lenker hast du natürlich auch entsprechend Handbewegungen, die muss man da alle mit einfließen lassen. Ja. Aber wichtig, wie gesagt immer, unsere Bauteile haben einfach eine Freigabe und sind einfach sicher. Ja, sonst natürlich auch ganz gern, was ich immer auch mal kurz zeige, so unsere Mountainbike oder sportlicheren Komponenten, die sieht man oft oder sieht man gar nicht oder weiß man oft gar nicht, dass wir sowas auch im Sortiment mit haben. Also wirklich auch Lenker mit einer entsprechenden Erhöhung. Riser Bar 50 ist zum Beispiel ein Lenker mit einer ergonomischen Formgebung nach hinten. Also du kriegst jetzt hier bei diesem Lenker schon mal 12 Grad Backsweep nach hinten. Sprich, du kannst halt hier einfach dann die Handgelenke gerader ausrichten als bei so einem Standardlenker mit 9 Grad. Ja. Weil nicht jeder sitzt so auf dem Mountainbike mit drauf, sondern meistens dann mit gestreckten Armen. Und da ist es wichtig, dass der Lenker eine stärkere Biegung nach hinten hat, um einfach auch so einschlafende Hände unter anderem mit zu verhindern. Dann geht es natürlich auch immer darum, wie kriege ich den Kunden jetzt aufrechter aufs Radl. Hilft jetzt zum Beispiel auch unter anderem der Lenker mit 5 cm oder optional sogar mit 7 cm Erhöhung und wahlweise mit 31,8 oder 35 mm Klemmung. Spannend. Alles die Kontaktpunkte, die ich auf dem Fahrrad habe, also sowohl die Griffe, der Sattel, die Pedale, alles habt ihr hier im Angebot. Eine riesen Palette von Produkten, die der Konsument, der Händler anbringen kann. Richtig gut. Also natürlich Pedale mit einer größeren Auflagefläche, um eventuell einschlafende Füße zu verhindern. Haben wir auch in verschiedenen Ausführungen. Griffe, Lenker, Vorbauten, verstellbar in unterschiedlichen Sicherheitskategorien mit entsprechend höheren Freigabe dann auch. Ja, Martin, tausend Dank, dass du uns das so schön vorgestellt hast. Im super Schnelldurchlauf. Ich habe zu sagen, war jetzt einfach bloß mal ein kurzer Schnelldurchlauf. Ja. Super spannend. Schön. Mehr könnt ihr auf der Website von Ergotech sehen. Da gibt es die ganzen Produkte nochmal dargestellt. War das wirklich schon alles? Ich glaube, wir schauen uns noch ganz viel an hier auf der Eurobike. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und anschließend die Nachrichten nicht locker aktivieren. Ciao! Ciao!